Moin, moin. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Saw. Auch Jigsaw begrüßt euch, zumindest alle, die Amanda heißen. Nein, das hier ist Amanda, Amanda Young, und die haben wir gerade aus einer Falle befreit, die mich gerade ein bisschen sehr, sehr komisch anstarrt. Ja, jetzt sind wir aktuell zu zweit unterwegs. Und ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt vielleicht bessere Chancen haben. Ich vermute mal nicht. Okay, wir gehen jetzt hier lang. Hoffen, dass Amanda uns irgendwie hinterherkommt. Nagel, wir können auch nicht beides nehmen, ne? Ach, ist komplett. Wir haben keine mehr. Dann nehme ich jetzt mal eine. So. Also, oh, ach Gott, steht die direkt hinter mir. Also wir können maximal 4 nehmen. So. Könnten weiter runter. Wer haben wir denn hier? Mhm. Ja. Es ist schon ein bisschen makaber alles, ne? Und es tut mir auch manchmal um die Leute leid. Obwohl manche Leute... Ne, verdient hat es auf diese Weise keiner. Ne, ich wollte gerade sagen, manche haben es verdient, aber nee, haben sie nicht. Find secrets buried... Was? Ach, in. Ich habe erst ein W gelesen. In the basement, okay. Laber mich nicht voll, wenn ich gerade mit Jigsaw rede. Wenn ich mich mit ihm unterhalte. Nichts gefunden, aber. Darf ich sie theoretisch schlagen? Beim Probieren. Nein. Darf ich nicht. So. Kann ich die Tür schließen? Schade. Das wäre jetzt geil gewesen. Hätte ich sie eingesperrt. Also machen wir Lampe an. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen dunkel hier, ne? Lampe ist übrigens ein Feuerzeug. Oh, ich dachte, ich habe eben schon wieder Schrotflintenfalle erwartet. Nichts gefunden. Was stand da eben? Wischgriff. Ne, da behalte ich lieber den Baseballschläger. Also Leute, die keine Waffe in der Hand haben, kann ich mit dem Baseballschläger ganz gut kommen. Also wir wollen jetzt unseren Polizeikollegen retten. Jesus Christ! Get me out of here! No! Everything's in place now. Good luck, Detective. Ja, schön. Also Amanda ist wieder weg. Die hat uns ja echt lange Zeit sehr viel weitergeholfen. Okay. Nichts gefunden. Dieses Übernehmen finde ich irgendwie so ein bisschen doof. Warum übernehmen? Okay, hätte auch gereicht oder so. Oh, eine dicke, fette Ratte. Get this thing off me! Take it off! Take it off! Take it off! Oh, das ist der Schrotflintenkragen. Aus Teil 3. Schön. Ein Nagel. Haben wir schon komplett? Okay. Also da würden wir noch einen Nagel finden können, wenn wir einen brauchen. Wir dürfen anscheinend nicht unendlich viel von einer Sache tragen, was ein bisschen schade ist. Ist klar. Scheiße, muss ich mich aber echt beeilen. Na gut, komm. Wo ist er denn? Ich hab ihn.
Okay. Die Hand geht, sieht doch schon wieder ganz gut aus. Das ist echt fucking mies. Oder kann ich den Schlüssel auch hierfür benutzen? Nein, da brauche ich einen anderen, okay. Also gut. Und die Tür ist zu. Okay. Dann rein. Schon wieder so eine Hydrospritze da. Einen Leichensack durchsuchen. Schrotflintpatrone und Stolperdraht. Ah, da können wir Fallen mitbauen. Richtig, wir können Stolperfallen machen. Sprengfallen. Falle. Ach, da muss ich jetzt auch noch ein Auge drauf haben. Verdammte Kacke. Stolper. Das ist nämlich so eine Falle, über die unser Kollege Singh gestolpert ist und da dran verreckt ist. Okay, das haben wir auch. Kann ich denn da oben die Schrotpatronen rausnehmen eigentlich? Nee. Weil normalerweise müssten doch da auch Schrotpatronen drin sein, sonst könnte die ich ja gar nicht erschießen, die Waffe. Vor allem, wo kriegt ihr die ganzen Schrotflinten her, ne, für die ganzen Fallen? Das sind ja echt zig Waffen. See the janitor above the steam. Ich hätte das Monitor gesagt, aber Janitor? The way forward will be your first challenge in reaching your friend. The steam from these pipes will kill you. Find a way to redirect it. Or your life and everyone else's here will be forfeit. Da steht irgendwie Steam und nicht Stream. Okay, ich brauche erstmal ein Rad. Da komme ich so nicht durch, ne? Brauche ich, glaube ich, gar nicht probieren. Ich brauche ein Ventilgriff. Ach, da hinten ist jetzt grün, okay. So, wir brauchen einen Ventilgriff. Den müssen wir uns wahrscheinlich erstmal verdienen. Okay, Ihnen ist bestimmt bekannt, dass eine der Dichtungen in der Nähe des Kessels heute kaputt gegangen ist. Der austretende Dampf hätte Bruce beinahe den Arm abgerissen. Abgerissen? Naja. Und der Arzt sagte, dass er ihn vermutlich dennoch amputieren muss. Es ist viel zu gefährlich, den Kessel weiterhin mit einem Druck zu betreiben. Wenn die nächste Dichtung kaputt geht, könnte jemand dabei umkommen. Ray Watkins, Oberaufseher. Nein. Okay. Schweinchen hat uns wieder erwischt. Aha. Ach nee, jetzt haben wir auch einen Schrotflintenkragen. Ich glaub's nicht. No. No. Not this. Get this off me. Das wusste ich gar nicht mehr, dass wir auch so ein Teil kriegen. Toll. Das steht, stand mal irgendwas dran, ne? Ach, da, ach, das ist ein Spiegel, okay. Dunkelheit erhellt, ja, okay. Also Licht ausmachen. Oh, super. Oh, ich, nee, das mit diesem Kragen ist jetzt richtig scheiße. Wo ist denn der Lichtschalter, da? Da. Aber erst will ich hier gucken. Das nützt ja nichts. Ich muss da reingreifen, ne? Okay. Wir haben den Schlüssel. Das Klo ist kaputt. Ist das eine Stange? Theoretisch schon, aber ich kann sie nicht nehmen. Ich habe einen Schlüssel. Und hier brauchen wir einfach mal das Licht jetzt aus. Komm. Ach so. Ja, danke. Da war der Hinweis auf den Schlüssel. Toll. Okay. So, finden Sie. Also, gehen Sie zum Pförtnerbüro, ist das nächste. Puppenarm. Ja, immerhin irgendwas zum Schlagen. Na gut. Besser als nichts. Du siehst auch ziemlich mitgenommen aus. Collar around your neck will automatically arm
Ach du Scheiße, das heißt, wenn sich jemand uns nähert, aktiviert sich der Kragen. Das heißt, wir müssen uns versuchen, von Leuten fernzuhalten, oder wie? Ach du Kacke. Das ist aber echt scheiße. Ja, könnt ihr was öffnen? Ach, der Schrank wird. Oh Gott. Oh, Schrot für den Kram. Tür zu, Tür zu, Tür zu! Er ist tot. Gut. Gesundheitszubehör. Da könnte ich natürlich jetzt weitergehen. Was ist denn hier? Knacken. Ah, das ist schön. Das sind humane Rätsel, die mag ich. So. Ja. So. Könnte ich mir den einen Nagel noch mitnehmen, den ich da vorhin gefunden habe, aber das ist ein bisschen weit weg. Ne, kann ich nicht, da wurde ich ja verschleppt. Jigsaw-Truhe, okay. Ach, da brauche ich was. Ach, da brauche ich ein Rad oder so. Scheiße. Nagel. Da, Zahnrad, danke. Ach, wie schön. Ja. Ach so, das sehe ich jetzt erst. Ich kann auch Größe wechseln. Was habe ich jetzt genommen? Was war da jetzt drin? Was war da jetzt drin? Ich habe das nicht mitgekriegt. Was habe ich da jetzt eingesammelt? Ich bin mir gerade nicht sicher, was da jetzt drin war. Mensch, ich habe da bestimmt irgendwas eingesammelt und ich habe vergessen oder nicht richtig gesehen, was das war. Wenn ihr es gesehen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich habe das echt nicht geschneckt. Okay, dann gehen wir jetzt mal langsam weiter und müssen natürlich aufpassen, dass uns kein Idiot über den Weg läuft wegen unseres dummen Kragens. Ist da irgendwie, ich habe Angst, in so ein scheiß Stolperdraht reinzulaufen. Okay. Der Raum ist hier ziemlich sinnfrei. Okay. Vielleicht gibt es ja auch Orte, wo ich einen Stolperdraht legen kann. Das wäre natürlich auch geil. Okay. The wheel is nearby. Noch wieder einen Nagel. Okay. Okay, es hat sich gerade erledigt mit ihm. Gut. Okay. Ich wollte nur, dass noch einer nachkommt. Ich habe den Puppenarm irgendwie fallen lassen, ne? Das Rad ist in der Nähe. Puh. Oh Gott. Da liegt wieder. Ah! Entschärfen. Kann ich das wieder aufstellen? So. Wobei, das mache ich erst, wenn ich verfolgt werde, glaube ich. Waschmaschine.
Oh, es sind viel zu viele Türen. Ich weiß gerade nicht, wo ich lang muss. Auch von der anderen Seite verriegelt. Utility, das ist gut. Sicherung nehme ich immer gerne mit. Da noch was drin, ne? Der ist gerade gestorben, ne? Okay, das kann ich jederzeit abstellen. Oh, hier sind so viele Räume. Ach so, das ist die Tür gewesen. Okay, hab verstanden. Die lassen wir mal aus. Gesundheitshypo, ja komm. So. Fallakte lesen, das ist gut. Marie, Sie nennen diese Leute Wahnsinniger, aber ich sehe das anders. Zumindest jetzt. Sie sind genauso wie wir, Marie. Hier ist eine Patientin namens Emma, die dir sehr ähnlich ist. Sie sieht aus wie du, lacht wie du und riecht wie du. Es sind die Ärzte, die diese Leute in diesem Gefängnis festhalten. Ich schreibe dir diesen Brief, um dir zu sagen, dass ich zum Erntedankfest nicht nach Hause kommen kann. Du bist jetzt so weit weg von mir. Ich werde hier bei Emma und meinen anderen Freunden bleiben. Wir haben etwas Großes geplant. Ja, das ist ja toll. Ich habe eine kennengelernt, die ist genauso wie du, Schatz. Ich brauche dich nicht mehr. Tschüss. Wie krank ist das denn? Ein Tischbein. Nimm mal ein Tischbein. Tischlampe? Ach, da kann ich mit... Nee, dann nehme ich doch lieber ein Tischbein. Ach, das Wagenrad. This is the guy they told us about. What? Shut up! You hear someone? Mhm.